there, I'm Nafisa Latic, and in this episode of Across the Balkans, we dive into the dangerous underworld of drug cartels. The biggest drug cartels. Wir berichten in diesem Video über verschiedene und mittlerweile verfeindete Clans aus dem ehemaligen Jugoslawien. In Kärnten, Österreich und in großen Teilen Europas nimmt der Drogenschmuggel aus dem ehemaligen Jugoslawien deutlich zu. Seit 2014 tobt am Balkan ein blutiger Krieg der Clans, der um die Vorherrschaft in diesem kriminellen Milliardengeschäft kämpft. Die Polizei zerschlug im Januar einen Drogenring, der aus Slowenien Suchtmittel nach Österreich schmuggelte. Karl Schnitzer, Leiter der Gruppe Suchtgift im Landeskriminalamt Kärnten, bestätigt, dass Slowenien der Umschlagplatz für Kokain und Heroin ist und es per Schiff aus Südamerika kommt und in Slowenien verkauft oder über Kuriere außer Landes, etwa nach Kärnten, gebracht wird. Kriminelle Clans teilen sich das Geschäft am Balkan seit Jahrzehnten auf. Drei der mächtigsten Clans haben eines gemeinsam. Sie kommen aus Montenegro. Darko Šarić, der in Montenegro geborene Kokainkönig, soll den Drogenexport aus Südamerika ab 2000 perfektioniert haben. Tonnen von Kokain soll der Šarić-Clan jährlich geschmuggelt haben. 2010 sagte der damalige Staatssekretär des serbischen Justizministeriums, Slobodan Hoban, dass Šarić jedes Jahr 1 Milliarde Euro verdient habe. Nachdem ein Schmuggel von 2,4 Tonnen Kokain aufflog, wurde Šarić 2010, 2014 und 2018 festgenommen. Verurteilungen zu 20 und 15 Jahren hielten wegen Verfahrensfehlern nicht. Šarić tauchte immer wieder unter. Im April 2022 wurde er in Belgrad erneut inhaftiert. Bereits mit seiner Verhaftung 2014 brach ein Kampf um das Drogengeschäft am Balkan aus. City of Kotor. On this side of the mountain you can see the village Kavači. On the other side of the mountain is the village Kaljari. From those two villages were born the two most brutal criminal clans in Europe. Their main business, smuggling cocaine from South America, brought Montenegro on the map for all the wrong reasons. But nowadays, the gang members are from all across the Balkans. The gangs Škaljarski and Kavački are named for their place of origin, but their operations extend all. Zwei Clans, eng mit Šarić verbunden, liefern sich seither einen blutigen Krieg. Kavač und Škaljar-Clan. Auf die Konten des Kavač und des Škaljar-Clans, nach Dörfern in Kotor in Montenegro benannt, gehen mindestens 50 Morde in Europa, auch in Wien. 2018 kam es zu einer blutigen Abrechnung der Clans in Österreichs Hauptstadt. Der 31-jährige Wladimir Roganovic, er wird dem Kavač-Clan zugeordnet, wurde erschossen. 2022 wurden drei führende Mitglieder der Skaljari bei Attentaten in der Türkei und Griechenland getötet. Chef des Kavač-Clans soll Radoja Cvica sein. Seit er 2020 bei einem Anschlag in Kiew 5-mal angeschossen wurde, ist er untergetaucht. Laut Organized Crime and Corruption Reporting Project überlebte der gefährlichste Mann Europas nur, weil seine Frau ihre Pistole zückte und die Attentäter mit Schüssen verjagte. Nach Wochen im Krankenhaus soll Cvica Blutrache angeordnet haben. Wie brutal man vorging, wurde nach einer Razzia im sogenannten
Haus des Schreckens, öffentlich. Marko Milikovic, genannt Mesar, übersetzt der Metzger, und Veliko Belivuk, Velja Nevolja, übersetzt Velja der Ärger, wurden im Mai 2021 verhaftet. Sie sollen für den Kavac-Clan die Schmutzarbeit erledigt, gefoltert und gemordet haben. Zvicas Widersacher sollen zu Cevapcici verarbeitet worden sein. Ein industrieller Fleischhäcksler mit DNA-Spuren der Opfer wurde von der Polizei sichergestellt. Belivuk filmte die Gräueltaten und schickte Videos und das gefrorene Fleisch an seinen Auftraggeber. Dieser soll die Blutfeinde gegrillt und sogar verspeist haben. Auch davon sollen Videos existieren. Die serbische Polizei konzentrierte sich im Kampf gegen die Mafia bis dahin auf die Skaljari. Präsident Alexander Vučić aber Zvicar im Fernsehen den Krieg. Er sagte wortwörtlich: Der Staat wird dich finden, verhaften und verurteilen, egal wo du dich versteckst. Du kommst besser und bringst mich um, denn ich werde nicht aufhören, dich zu jagen. Auf die Frage, warum er das live im Fernsehen verlautbare, antwortete Vučić: Weil ich ein Kämpfer bin, keine Angst habe und es nicht ertragen kann, dass in meinem Land Verbrecher Menschenfleisch essen. Es wird berichtet, dass Zvicar sich möglicherweise in Südamerika aufhält und vom kolumbianischen Drogenkartell Schutz erhält. Vor 2 Jahren kam es in Panama zu einem weiteren Angriffsversuch auf ihn, den Medien aufgriffen. Zvicars Anwalt wies Berichte über dessen Tod zurück, die auf sozialen Netzwerken von Mitgliedern des Skaljari-Clans gefeiert wurden. Beide verfeindeten Gruppen haben ein Kopfgeld sowohl auf den serbischen Präsidenten als auch auf dessen Sohn ausgesetzt, dem Verbindungen zum Kavac-Clan nachgesagt werden. Aus diesem Grund verhängte Montenegro bis vor ein paar Jahren ein Einreiseverbot gegen ihn. In Slowenien kam es kürzlich zu einem weiteren Vorfall, der dem Clan zugeschrieben wird. Ein 34-Jähriger wurde Ende Januar im Herzen von Ljubljana erschossen, weil er dem Clan Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro entwendet haben soll. Nach dem Mord veröffentlichte man ein Bekennervideo mit Fotos des Getöteten und den Anführern der slowenischen Zelle, begleitet von der Botschaft: Der Kavac-Clan vergisst und verzeiht nicht, so berichtete 24uhr.com. Das waren die aktuellen Berichte und die Lage um die Mafia. Falls es weitere Informationen oder Entwicklungen in dieser Geschichte gibt, werden wir euch darüber informieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like freuen. Wenn ihr mehr spannende Geschichten aus der Unterwelt sehen möchtet, dann schaut in unserer Playlist vorbei und abonniert den Kanal. Vielen Dank für eure Unterstützung.